Jesus, was macht's denn hier da? Erst steht's da wie zwei angemalte Kinder und erschreckt's mich. Das wollten wir wirklich nicht, Mama. Wir wollten eine Polizistenmutter hat mich zu erschrecken. Wolltest du weg? Ja, na sicher, ich muss ja die Trafik absperren. Ist ja gleich vier und die Lena ist mit dem Wagen unterwegs. Es ist aber dringend, dass wir mit dir reden, Mama. Komm, vergiss die Trafik, die Trotteln sollen halt später einkaufen gehen. Meine Kunden sind keine Trotteln. Na, manche vielleicht schon. Also, dürfen wir jetzt eine oder nicht? Also bitte, bitte, aber weh, es ist nicht wichtig. Es ist wichtig. Es ist ein Qualitätsprodukt. Kommt aus Deutschland. Ja, aber billig ist er nicht. Im Supermarkt kostet fast der gleiche dann nur. Gehen Sie halt am Supermarkt und kaufen Sie Ihnen dort einen Ramsch, wo es Ihnen gleich beim ersten Mal durchregend und jeder Windstoß Ihnen den Bofel umdreht, weil die Sprisseln nur aus Blumendraht sind. Es tut mir leid, ich. Was sagt man dazu? Kaisermühlen. Soweto. Dritte, was heißt, vierte Welt. Aber Ansprüche stellen. Bitteschön. Servus, Mama. Guten Tag, servus, Erwin. Na, geht's, Geschäfterl? Reißen sich die Leute um unsere Sachen? Ich hab dir hier unsere neue Teilzeitkraft mitgebracht. Sie soll uns jetzt jeden zweiten Tag ein bisschen aushelfen, damit ich mich wieder mehr der Politik widmen und du dich wieder ein bisschen mehr schonen kannst, Mama. Ich brauch keine Schonung. Ich schaff das schon allein. Sind Sie nicht die, die neulich mit meinem Sohn im Kaffeehaus gesessen ist? Ja, was Sie für ein Gedächtnis haben, toll. Habt Sie Ihrem Herrn Sohn sowieso gesagt? Ja, genau, wir sind zufällig am selben Tisch gesessen und da hat sich gesprächsweise ergeben, dass ich gesagt habe, wir könnten eine Hilfe brauchen, nicht? Und da hat die liebe Frau Turecek gesagt, sie könnte dieser Idee nahe treten. Und dann habe ich mir überlegt, naja, wann die Frau... Ja, ich würde sagen, mit mir hat er einen sehr guten Griff gemacht, gnädige Frau. Wissen Sie, ich kann nämlich sehr gut mit den Leuten umgehen. Und wie, Mama? Na, jedenfalls können Sie gut mit meinem Sohn umgehen. Na, nur, er war doch ein so lieber Mann, ist. Aber wir zwei werden uns bestimmt auch gut verstehen, Frau Schweig. Ganz bestimmt, Mama, ganz bestimmt. Na, das werden wir erst sehen. Ich brauche keine Teilzeitkraft. Ich nicht. Mama, du brauchst deine Hilfe und ich brauche auch eine, damit... Also, morgen um 8:30, liebe Frau Turecek, wäre es recht, wenn Sie da anfangen. Ja, um Punkt 8:30 bin ich gestellt. Also dann, auf Wiedersehen. Ja, schön. Also dann bis morgen, Punkt 8:30. Punkt. Erwin, das gefällt mir gar nicht. Ausgerechnet die hast nehmen müssen, über die ganz Kaisermühlner rede? So, na, was reden denn die Leute? Bestimmt nur das Beste. Die Frau Turecek ist eine nette, kontaktfreudige Frau. Na, ich weiß, was ich weiß. Und ich sehe, was ich sehe. Nur du in deiner Dummheit bemerkst natürlich nichts. Aber bitte, bitte, wenn du deine alte Mutter, was sich für dich aufopfert, los sein willst, kann ich ja auch in meine Wohnung zurückgehen. Naja, das wäre natürlich eine gute... Nee, nix, Mama. Nee, bitte machen wir jetzt keine Szene. Bitte nicht bei einem so wunderschönen Tag. Schau, draußen strahlt die Sonne und alle sind fröhlich. Ja, und darum haben wir uns gesagt, jetzt muss geheiratet werden. Mhm. Ja, aber warum gerade jetzt und momentan? Ich meine, ihr hättet ja schon die längste Zeit heiraten können. Ja, es muss momentan sein, weil... Schau, das ist so. Ich als Polizeibeamter, ja, muss nicht nur um Ordnung und um ein Gesetz bemüht sein, sondern um einen einwandfreien, tadellosen Lebenswandel. Das steht in der ADV, in der Dienstvorschrift. Ja, machst du das nicht eh? Schon, aber der Gustl meint halt, wenn ein Polizist ein uneheliches Kind hat... Der muss geheiratet werden, bei Gefahrenverzug. Ja, da muss der Polizeibeamte sofort reagieren. Ich meine, und deswegen haben wir sich uns, also ich und die Nancy, spontan entschlossen, in den Stand der Ehe zu treten. Damit das Kind einen ähnlichen Vater nachweisen kann. Mein Gott, kannst du blöd sein? Du redest wie in einem Protokoll. Gefahr in Verzug, Stand der Ehe, so ein Kass. Und so einen Deppen willst du heiraten? Ja, gratuliere. Der Gustl ist kein Depp, Mama. Höchstens ein bisschen verklemmt, ausdrucksweise. Aber das hat er von der Polizei, dort lernt man das. Also mein Segen habt ihr. Ich freue mich, dass ich dir als Schwiegertochter kriege. Ich freue mich auch, Mama. Also, alle freuen sich. Ausgezeichnet. Amtshandlung, die verläuft ja reibungslos. So. Also, morgen gehen wir uns anmelden. Zuerst Standesamt, dann Kirche.
Das kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das geht. Der Nancy sieht doch von einem Kilometer, dass hochschwanger ist. Anbumsen vor der Ehe, das sieht die Kirche aber nicht gern. Ich meine, sowas muss doch heutzutage drinnen sein, bitte. Das muss ja sogar der Pfarrer einsehen. Besser schlecht wie gar kein Geschäft. So schaut's nämlich aus. Und ich meine, schau, wenn das Brautkleid so weit und lang ist, wenn sie sich ja das Brautpaar, also da das Ding vorhält, schau, da geht das doch, sieht man nichts. Sehr hübsch. Und der Myrtenkranz wird's auch tragen? Was? Das ist mir wurscht. Schön wär's schon irgendwie. Ja, dann krieg's dann. Ich meine, den Pfarrer möchte ich sehen, der dem Bezirksinspektor Schimmig seiner Frau was verbietet. Kinder, ich muss jetzt wirklich gehen. Ja, aber. Na, nimm's mit. Du, mein Berli. Ist er das? Grüß Gott. Wer ist es? Nice to meet you. Döbler, Juschi. Ich bin aber der Spätl vom Erwin, gell? Wir sind zwar wieder Kaiser Müner, was? Ja. Wieso kenne ich ihn dann nicht? Ja, weil die Welt groß ist und ich lange in Amerika drin war. Ja, ein bisschen sonst wo noch, über Stock und Stein. Ne? Ja, weiß nicht so erwähnenswert, oder? Frau Turecek, die Frau Turecek arbeitet bei mir im Geschäft. Ach so, dann werden wir was einkaufen kommen. Ne? Shopping macht happy. Eine schöne Frau lässt man sich ja gerne bedienen. Erwin. Ja. Ich habe einen Center. Was denn für ein Center? Mein Fitnesscenter. Kaiser Mühlen Exklusivclub. Ich möchte mir das ein bisschen machen, wie das vom Arne drüben. Was denn für Arne? Ja, dieser Schwarzenegger. Richtig, ja. Guter Freund von mir. Kevin Kostner kenne ich auch. Damien Wolf. Ja, der bei mir, der mir alle trainiert bei mir, bitte. Ja. Sie machen auch ein bisschen Sport, oder? Ja. Und wenn sie wollen, können sie umkommen, ein bisschen Bodyform machen und dann bei mir im Studio. Ja, jetzt müssen wir wirklich. Aber ich werde mich darum kümmern wegen diesem Club. Noch was, Herr Teubler. Was ich sagen wollte, Sie müssen jetzt nicht überall herum erzählen, dass Sie mich mit der Frau Turecek hier gesehen haben, ne? Ich hab euch gesehen. Danke. Never ever. Bin richtig blind, bin ich heute. Nur wegen einem Center jetzt. An für sich ist eh alles im Laufen. Nur die Geschichte wegen einem Kredit. Da. Also gut, ich werde auch in dieser Beziehung gleich morgen meine Fühler ausstrecken. Das ist Ehrensache. Super. Danke, strick's aus. Die Fühler. Erwin. Wiederschauen. Ist jedenfalls aus sicherer Quelle. Die Frau Kaiser hat gesagt... Die Frau gesagt, Kaiser ist eine alte, tratschsüchtige Schaftrommel. Also mir und der Claudi ist es wurscht, ob andere heiraten oder nicht. Halt den Mund, du frecher Bub! Redet man so mit seiner Großmutter? Ja. Also. Nein. Also, der Bub hat rein nichts von mir. Keine Umgänglichkeit, keine Konzilianz. Immer mitten durch die Leute will er. Aber so ist die heutige Jugend, Schrittl. Meine Claudia hat auch keinen Funken von mir. Will immer recht haben, aber hupft allebei in Gatsch. Nicht? Und wenn man ihr was Gutes will, ne, was erntet man? Undank. Für was soll ich mich denn bedanken? Dass ihr mich nicht abgetrieben habt? Claudia, alles eine Frage der Erziehung. Na, Peppi, was ist? Meinem Erwin habe ich diese frechen Reden schon abgewendet, wie er nur in die Windeln war. Na ja, Mann, halt den Mund, wenn deine Mutter spricht. Denk ans vierte Gebot. Ja, das tue ich eh, Mama. Aber ich bin ein erwachsener Mann. Ne? Mein Kind bleibst du, solang du lebst. Vierten. Steht da nicht irgendwas über, du sollst nicht Unkeuschheit treiben? Nein, du hast nichts wie Sauerei im Kopf. Wieso? Du sollst Vater und Mutter ehren, heißt das. Ach so. Jeder Christenmensch heiratet. Sogar dieser Sandwich-Chauffeur und die Schwester vom Idioten. Und der Polizist und diese Kellnerin, die heiraten auch. Und ihr zwei werdet auch in den heiligen Stand der Ehe treten. Wären wir sicher nicht. Werdet ihr schon. Ja? Und zwar so bald wie möglich, wo heute schon jedes Gesindel heiratet. Sie sagen's nicht, Gesindel, zu meiner Wähler, Frau Schaltl, ja? Da wäre ich nicht so sicher, Kneißer, dass die Ihnen wollen. Die können genauso gut mich und meine Partei wählen, ne? Also, deppert werden die Arbeiter nicht sein. Wiederholen Sie das, Geister. Wiederholen Sie das auf der Stelle, wenn Sie nur einen Funken Charakter haben. Hört's doch endlich auf. Reden wir über unsere Kinder oder über Politik? Über die Kinder. Und ich werde euch sagen, wie es gemacht wird, ja? Ihr heiratet, und zwar so bald wie möglich. Natürlich auch kirchlich. Und dann nix wie weg aus dem Gesindel da.
Der Goethehof ist kein Gesindelbau. Papalapap. Ein Scheutl wohnt nicht im Gemeindebau. Ihr zieht in eine anständige Eigentumswohnung. So? Und in welche? In die, wo sein Papa gewohnt hat, nachdem er mich verlassen hat. Der feige Schuft. Ja, Mama, das weiß ich ja gar nicht, dass die Wohnung noch existiert. Na, jetzt weißt du's. Sie gehört mir und ist luxuriös möbliert. Und eure Oma ist so lieb und lässt euch dort wohnen. Bleibt natürlich alles mein Eigentum. Oma, wir wollen gar keine... Ihr habt's nichts zu wollen, Herrgott, noch einmal! Hört ihr nicht, was die Oma sagt? Komm, Pippi, wir gehen. Hinsetzen! Nur die Stremen vom Schulrucksack am Bugel, aber wahrscheinlich eine eigene Meinung haben wollen. Das hab ich gehört. Es ist ja wie in einer Diktatur. Komm, vergiss es, komm. Mein Gott, das ist wieder ein Sonntag. So richtig familiär. Nichts für Streitereien. Niemand streitet, Frau Gneisser. Aber einer muss ja sagen, wie es gemacht wird, ne? Und das bin notgedrungen ich. Zu Befehl, Frau General. Wir heiraten brav und ziehen dann in das Schmuckkastel. Ja, und wenn wir drin sind, machen wir das Fenster auf und springen oben. Das wird euch nichts nützen, die Wohnung ist ebenerdig. So, ah, bitteschön. Nein, tut's mir leid. Richtig verwendet. Kriegt man einen gespritzten, bitte? Natürlich. Das ist ja fast wie wenn Muttertag war. Also, Sorge ist auch nicht, Mama. Du hast das verdient. Außerdem müssen wir mit dir wegen einem Kind reden. Das ist ja noch gar nicht auf der Welt. Ja, aber bald. Und als Polizist plane ich ja voraus. Darum habe ich mir überlegt, dass du dich ein bisschen ums Kind kümmern könntest. Also dann, wenn es auf der Welt ist. Weil nach der Geburt und der Stillperiode und allem, da wird die Nancy ja wieder hakeln gehen. Aber nicht mehr zum Chinesen, sondern ins 20er-Kord. Wohin? Na, ins Kommissariat Brigittenau. Ja, also bei mir, wo ich auch bin. Als Vertragsbediensteter im Büro. Alles schon fix. Na, hilf mir das Händen, damit es nicht kalt wird. Mahlzeit. Gut. Alles, fast als wenn ich es selber gemacht hätte. Mhm. Aber seit wann ist die Polizei ein Familienbetrieb? Ich meine, geht das überhaupt, dass Mann und Frau im selben Betrieb, also ich meine, im selben Kommissariat arbeiten? Das ist ja erwünscht. Das fördert ja den Korpsgeist. Oder zumindest teilweise. Ja. Ist ja wurscht. Jedenfalls geht's. Die Polizei weiß doch schon, was tut. Und da haben wir uns halt gedacht, Mama, dass wir. Ich meine, in der Trafik hilft da ja eh die Lena aus. Dass wir unser Kleines tagsüber zu dir ins Hinterzimmer bringen können. Und was sagen Sie dazu, Herr Kudaniak? Ich? Was soll ich dazu sagen? Zu was? Sie hören uns doch schon die ganze Zeit zu. Die linke Uhrmaschel ist um ein paar Zentimeter größer geworden. Ich hab nichts gehört. War im Gedanken versunken. Was? Jetzt siehst du nicht. Es geht darum, dass ich quasi meinen Enkel aufziehen soll, weil die Eltern keine Zeit dazu haben. Also, wenn du nicht immer so übertreiben darfst. Tätest. Es soll ja nur zeitweise sein, weil. Also, Mama, wenn du glaubst, dass wir dich mit dem Kind zu sehr belasten, dann. Sei doch nicht so deppert, Nancy. Von Belastung ist doch kein Red gewesen. Von den Großmüttern sagt mir, dass sie ihre Enkel als lauter Liebe auffressen möchten. Also, die Enkel schauen so aus wie sie. Mahlzeit. Hallo! Nicht erschrecken, schöne Frau. Meinen Sie mich? Na ja, schon, ja. Gut, dann auch. Hallo, schöner Mann. Und was wollen Sie? Ich habe eine Anfrage. Da in der Stinger mit der Leiter gewohnt, der Bursche, wohnt ja nichts mehr da. Sagen Sie, was interessiert Ihnen das? Hm? Sind Sie vielleicht ein Kieberer? Nein, nicht wirklich. Ich bin ein alter Haberer vom Bursche. So, dann sind Sie das, der was Sie unbefugterweise in der Wohnung von der Frau Leitner eingenistet hat. Unbefugt kann man mal nicht sagen. Was fragen Sie dann so deppert, ob der Bursche da wohnt? Ich glaube, wir haben da ein Missverständnis, wir zwei. Ich wollte nämlich eigentlich wissen, wo die Ex von Leitner wohnt. Das wissen Sie sicher, gell?
Ich weiß alles, weil ich bin die Hausmeisterin. Aber ich sage Ihnen nichts, weil das unter den Datenschutz und die Intimsphäre fällt und aus. Wissen Sie was? Ich glaube, Sie stehen ein bisschen auf mich, gell? Wissen Sie was? Ich glaube, Ihnen hat der Blitz gestraft. Na, Spaß beiseite. Obwohl, ich war mir nicht so aus, ja? Na ja, geht eigentlich gehen. Was könnte gehen? Nein, überleg nur so, wenn ich da ein berufliches Angebot machen sollte, aber Halbtagsjob. Es hat Zeit. Überlegen wir das noch. See you. Ich suche dir was. Was war denn das für ein Angebot? Red mal anders mal. Wissen Sie was? Sie sagen mir, was das für ein Angebot ist. Und ich sag Ihnen, wo jetzt die Frau Leitner wohnt. Warum Sie ausgerechnet ich der Trauzeuge sein? Ja, weil alle anderen, was ich gefragt hab, nicht wollen haben. So ist das, ich verstehe. Aber gut, ich mach's. Dafür musst du aber meine Kirchensteuer nachzahlen. Okay, wird erledigt, Walter. Zwei gepflegte Biere. Ja, und eine Lollechu mit süßem Senf und Peperoni. Ich nies zu, ich liebzei. Chu, du nicht widersprechen. Bei mir heißen alle Chinesen Chu und damit Pasta. Merkt doch das. Erst. Grüß dich. Grüß dich, die Herren. Yes. Na, steh nicht immer dumm, setz dich nieder. Du. Ich hätte ein Bitter schon besser. Ein Bier! Was für Bitte? Geld habe ich keinen, Stier bin ich selber. Geht's nicht um Geld. Das ist eher ein Freundschaftsdienst. Jetzt wird's teuer, was gibt's? Also, ich. Du, ja. Die Lena und ich. Ihr zwei. Ja, wir zwei hätten's gerne, wenn du einer von unseren Trauzeugen sein tätest. Der Beste will nicht hoher sein. Glaubst du so depp? Weil den Sebastian gerade dasselbe gefragt hat. Ja, wirklich? Tatsache. Geh, bring mir Rotzengift, nicht der Trottel wie auch heute. Herzliche Gratulation. Dankeschön. Also, Prost. Na, stoßt's an. Prost, Prost. Zweimal Trauzeuge. Wenn das nicht ein schlechtes Omen ist. So, und acht. Danke vielmals. Wiederschauen. 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 Glasplatten ist ungut. Jeder druckt seine dicken Finger drauf. Und dafür haben wir drunter Platz. Das ist quasi der zweite Auslug. Hier geht's zum Zigarettenautomaten. Ich schau da noch zu finden. Nancy, kriegst Kind? Was? Ist schon im Spital? Nein, nein, zu Hause ist und kriegst Kind. Das ist eine Katastrophe. Jesus, wer ist denn bei ihr? Ja, na, niemand, sie ist. Ich hab. Ja, sag einmal, bist denn du ganz deppert? Hörst du, rennst davon und lässt die Nancy allein? Jeder normale Mensch ruft die Rettung an und du als Polizist. Ich habe einen Trottel zur Welt gebracht. Seit wann hat's denn die wen? Seit. Ja, wie soll denn ich das wissen? Leitner, meine Karriere ist jetzt im Arsch. Die kann ich jetzt vergessen, wenn das Kind vor der Hochzeit auf die Welt kommt. Und jetzt denkst du an der Karriere, du Viech mit Haxen? Komm, geh mal. Ich ruf dich an. Ja. Die ist schon da. Also, du musst das Sachen sein. Wann hast du denn die Wehen? Aber das waren ja gar keine Wehen. Was? Mir ist nur sau schlecht gewesen und da habe ich brechen müssen. Ja, dann hat's mich halt immer noch gedruckt. Ich hab einen fahren lassen. Aber jetzt ist wieder alles gut. Ach Gott sei Dank, weil wenn das Kind vor der Hochzeit auf die Welt kommt. Also halt doch, Depp, Appen! Kommt der Depp wie ein Irrer in die Trafik und schreit, das Kind ist schon da. Zu nerven wie ein Polizist sei. Macht alle narrisch dabei, hat seine Frau nur einen verzwickten Schaß. Oh. Inkasareta Flatus heißt das, Mama. Hab in der Polizei schon gelernt. Grüß die Leute. Ja, das habe ich ihm in aller Ehrfurcht gesagt. Hochwürden habe ich gesagt, wenn Sie eine Schwangere trauen und das Haus des Herrn zu einem Bordell machen, dreh dich aus der Kirche aus und schreib's dem Bischof Krenn. Ja, aber sicher, Frau Pieperl. Da schrecke ich für nichts zurück. Wenn sich einer vor der Hochzeit anbumsen lässt, dann ist er immer noch eine Todsünde. Ja, weißt du? Ja. Was sonst noch ist? Ja.
eine Kleinigkeit. Ich habe dem Scheutl seiner Mutter einen Brief zukommen lassen. 2 Seiten kleingeschrieben. Mit der Unterschrift eine wohlmeinende Freundin. Was drinsteht? Was Hochbrisantes. Es wird halt wieder eine Zimmerschlacht. Mein Berliber wird seiner Mausi Maus wieder zeigen können, was in ihm steckt. Ach, und wie? Heute fühle ich mich wie 2 Männer. Außerdem haben wir halt viel Zeit. Die Mama ist in der Oper, schaut sich irgendeinen Wagen an. Der kommt bestimmt nicht vor 11:30. Wir haben 4 Stunden Zeit. Nicht einmal 4 Sekunden habt ihr. Ich hab die Karte verfallen lassen. Ja, aber Mama, warum denn? Sonst geht dir dein Wagner doch über alles. Kennen Sie einen Franz Mittermüller? Edmund Schulz? Robert Schmiedl, sagen Ihnen die Namen was? Oder vielleicht Walter Zöllner, Roland Braun, Leo Wittlinger, ne? Na, wer sollen denn die alle sein? Eine Fußballmannschaft? Ingenieur Kurt Wodak? Oder Dr. Richard Gieshübel, sag mal, auch Mama, was machst du? Spielst du Tatort oder was? Und Ingenieur Josef Nowotny? Ah, den kenne ich. Das ist ein Mieter von mir, das ist ein lieber alter Mann. Ein bisschen Botschaft ist er. Ich putze ihm ab und zu die Fenster. So, die Fenster. Und was putzen Sie noch? Wie, was noch? Ich weiß gar nicht, was Ihre Frau Mutter von mir will. Ich auch nicht. Sag einmal, Mama, was soll das? Ist das ein Verhör oder was? Nein, diese 65 Namen sind die verflossenen Liebhaber von deiner Teilzeitkraft. Mama, bitte, die Frau Turecek ist doch keine Hure. Und jetzt hoffe ich, dass du, alter Gockel, Vernunft annimmst und diese Verbindung, die uns zum Gespött von ganz Kaisermühlen macht, endlich beendest. Adieu, Frau Turecek. Berliber, so sag du was. Mama, geh nicht zu weit. Die Maus bleibt. Außerdem ist das immer noch mein Haus und nicht deines. Aber ne? Von meinem Geld gebaut. Entweder sie geht oder ich. Auf der Stelle. Kreuz, Kreuz, Hilfe, Klauder, noch einmal. Ja, wo sind wir denn? Steh ich hier unter Kuratel oder was? Komm, reg dich nicht auf, Berliber, ich geh schon. Vorläufig. Adieu. Nein, nein, du gehst nicht, Mausi Maus. Oder ich geh auch, Mama. Und in der Zwischenzeit kannst du dir überlegen, wie du dich dann bei der Frau Turecek entschuldigen wirst. Sag jetzt nichts, Mama, sag nichts, was dir nachher leid tun könnte. Und hör endlich auf, dich dauernd in meine Angelegenheiten zu mischen. Ich mein's ja doch nur gut, Kind. Schließlich bin ich ja deine Mutter. Also... Das wäre einmal das. Und wir... Gehen jetzt zu mir ins Bett. Noch der Aufregung? Guten Abend. Abend. Grüße Gott, Frau Kotzeber. Wo sind denn, Herr Kudernack, sind die Herren Freunde von Ihnen? Na ja, sozusagen. Darf ich Sie bekannt machen? Das ist Herr Ökmitzett und der Gülgel. Die Herren sind bei einer daheim, sowas ähnliches wie der Gneißer und der Scheutl bei uns. Mein werter Name ist Kotzeber. Ich bin die Hausmeisterin da. Ich bin Franzi Meierhofer, Arbeiter und Held. Ja, ja, Franzi, das wissen wir eh. Ja, und was machen die Herren bei uns? Hm? Machen sie vielleicht ein Zickzack? Sind das dir? Ja, gnädige Frau, aber schon mehrere Jahre deutsche Staatsbürgerschaft. Wir sind aus Kreuzberg. Wo ist denn das? In Berlin, gnädige Frau. Sagst du nicht gnädige Frau zu mir? Du nicht die Kotzeber. Jede Frau ist bei uns gnädig. Eine Frau ist für uns etwas Heiliges. In Kaisermühlen leider nicht, lieber Herr. Wie lange bleiben Sie bei uns? Bis morgen. Aber jetzt runter, Inspektion. Was für eine Inspektion? Nichts fragen, Geheimnis. Nichts fragen, nichts sagen, nur schauen. Was für Geheimnis? Oh, überhaupt kein Geheimnis. Hören Sie dann, Franzi. Kommen Sie nur, bevor es ganz finster wird. Komm, komm, ich auf Wiedersehen, gnädige Frau.
Ist was? Hallo, Frau Kotzebauer. Kommen Sie zu Ihnen? Was ist geschehen? Ich bin glücklich. Gerade haben zwei vornehme, feine Herren aus Kreuzberg, gnädige Frau, zu mir gesagt. Ach so, das ist. Haben Sie gerade gesagt, die ist in Kreuzberg, zwei Herren aus Kreuzberg? Ja. Ja, aber irgendwie soll das geheim bleiben, hat der Franzi gesagt. Aha. Aus Kreuzberg, das sind ja die zwei, die uns geschrieben haben. Da muss ich doch. Da habe ich das. Hui! Das ist. Da mache ich ja doch. Okay. Das ist sofort, muss ich das melden. Ist das aber vornehm. Du brauchst keine Angst haben, Rudi. Dich lassen uns da Geld wohnen. Okay. Das ist ja unglaublich. Ich habe nie gewusst, wie luxuriös mein Vater gewohnt hat. Mein Kunststück bei dem Fünngeld, das er mir vorenthalten hat, der miese Schuft. Komm raus, da gehören wir hin. Da, sperr auf, Bub. Danke, Oma. Ja, leid staunen, was für einen Schatz eure Oma da gehütet hat. Jahrzehntelang. Das war dein Opa muss ja echt ein Grufti gewesen sein. Da wohnen das trug ich nicht durch. Warum nicht? Ja, genau. Dort und da vielleicht mit einer freundlichen Farbe drüber gehen oder ein nettes Vorhangerl. Kommt gar nicht in Frage. In der Wohnung bleibt alles so, wie es ist. Na super. Ich bleib im Goethehof. Tausendmal besser als das Loch da. Was, Loch? Na, das ist ja wirklich die Höhe. So, auf jeden Fall gehört er erst einmal gelüftet. Ja, das stimmt. Da möchtelt so ein Löcher reden, Frau. Oh, na, die sind vielleicht schön. Diese Gitter. Ja, grundsolid und gediegen. Da kommt keiner rein. Aber aussehen auch nicht. Das ist wie ein Gefängnis. Sagen Sie mal, was klotzen Sie denn da wie ein Maul auf? Schauen Sie, dass Sie weiterkommen. Aha, und das ist das Schlafzimmer. Ja, was haben wir denn da drinnen? Oh, den Fernseher, das ist elegant, was? Super, ja. Schwarz-weiß, keine Schüssel, kein Kabelfernsehen. Im Schlafzimmer braucht man nicht fernzusehen. Da kann man was Besseres tun. Rudi. Das ist nicht wahr, Schwettl? Ja. Wir haben doch auch immer unser Garten gehabt im Schlafzimmer. Auch ohne Fernsehen. Ne? Da sind doch auch keine Frau, oder? Nein, mein früher, wir sind noch jünger geworden. Ist ja wurscht. Ich kaufe einen neuen Fernseher und so eine Satellitschüssel ist auch gleich montiert. Hier wird nichts montiert. Ja, natürlich, Oma. Alles in Ordnung. Also, es war sehr nett, aber wir müssen jetzt wirklich, gell, Rudi? Bitte was? Ja, aha, ja, nun gehen wir. Gut. Und dass ihr mir ja nichts ruiniert, ja? Grüß euch. Baba. Ja, also gehen wir. Überlassen wir unsere jungen Leute ihrem neuen Reich, nicht? Ja. Ich verstehe nicht, warum du dir das alles so gefallen lässt. Weil ich dich lieb hab, Claudia. Ja, also deshalb müssen wir ja nicht gleich heiraten. In der Kirche mit der ganzen Zombie-Partie. Ja, da sind wir's los auf immer und ewig. Wirst sehen, ist alles gar nicht so schlimm. Weiß nicht. Irgendwie, das muss ich mir noch gut überlegen. Ja. Wenn wir erst einmal verheiratet sind, dann werde ich dich politisch managen. Ich hab da schon so meine Ideen, Berlibert. Ja, das wäre schon schön, aber weißt du, das mit dem Heiraten, Mausi, ich weiß wirklich nicht, ob das so wichtig ist. Hauptsache, wir beide lieben uns, ne? Also heiraten ist wichtig, das sagt sogar deine Mutter, obwohl ich sonst nur Blödsinn redet. Und manchmal, wenn sie sich so zersprachelt, dass der Peppi und die Claudia heiraten, kannst du auch nichts sagen, wann wir zwei heiraten. Also bis jetzt, Mausi, habe ich dir noch keine Ehe versprochen, nicht? Und außerdem, meine Mama fährt über mich drüber wie eine Straßenwalze.
Na, dann geh's frontal an. Ja? Mach ich einen Bodycheck. Wie es zeigt, dann wird's so klar. Glaubst du? Sicher, das weiß ich. Weißt du was? Hm? Du lässt dich auf gar keine Debatten ein. Du gehst morgen mit mir aufs Standesamt und wir machen das Aufgebot. Und wenn es dann so weit ist, dann gehst du zu ihr und sagst ganz kühl: Mama, die Mausi Maus und ich, wir heiraten heute. Wenn du Lust hast, kannst du zuschauen, wann nicht. Bleibst zu Hause. Und überhaupt wäre es langsam Zeit, dass du wieder in deine Wohnung zurückgehst. Wir brauchen jetzt das Haus für uns. Trautes Heim. Glück allein. Wenn ich das tue, dann trifft die Mama der Schlag. Aber okay. Alte Weiber sind härter als der Bruce Willis. Deine Mama wird ein paar Krokodils drinnen zerdrücken, dann packt sie zusammen und ist weg. Lebt weiter und wird älter, es wird ein Loch neues. So, jetzt glaube ich, habe ich alles. Virginia, Lottoschein, Profil und Presse. Ja, dann hätte ich noch eins gern. Ja, bitte, was möchten Sie denn noch? Sie fragen, ob Sie nicht vielleicht einmal mit mir ausgehen wollen. Vielleicht zum Heurigen oder eine Schiffsfahrt nach Bratislava machen oder in den Prater. Ich danke Ihnen, mein lieber Herr, aber wissen Sie, Heurige mag ich nicht. Schiffe fahren, glaube ich, jetzt keine im Winter und im Prater geht man mit den Kindern. Ja, dann vielleicht woanders hin, wo Sie halt gern hinwollen. Eher nicht. Nicht besser. Ich bin genau da, wo ich sein will. Ja, wenn Sie glauben, ich suche einen Mann. Ich suche keinen. Ein Mann ist momentan meine 93. Sorge. Außerdem wäre ich bald Großmutter. Was wollen Sie mit so einer alten Schachtel? Sagen Sie doch das nicht, Frau Schimmig. Sie sind welterfahren, voll erblüht, eine attraktive, reife Frau. Ich meine das ehrlich. Schauen Sie, ich bin alleinstehend wie Sie und ein positiver Mensch. Dem Schönen sehr aufgeschlossen. Schon deshalb tät man nicht zusammenpassen. Ich bin eher negativ. Ich glaube, dass hinter jedem Schönen es was Schirchs gibt. Außerdem bin ich eigentlich gern allein. Ich bin froh, wenn ich mich nicht mit einem Mautsbild ärgern muss. Ja, also ich glaube, Sie müssen sich andere suchen, aber nicht besser. Schade. Aber trotzdem, auf Wiederschauen, Frau Schimmig. Wiedersehen. Wiederschauen. Tag, der Herrn Bezirksräte. Den Herrn muss etwas über die Leber gelaufen sein. Ja, Sie sind uns über die Leber gelaufen, Koderjak. Ja, direkt drüber trampelt sind Sie, wie ein Elefant. Ja, ich? Logisch, Sie, weil Sie nämlich. Aber uns kommt alles zu Ohren, mein lieber Koderjak. Alles. Nichts ist so fein gesponnen, es kommt alles an die Sonne. Genau. Und wenn Sie es nicht anders versteht, dann werden wir Deutsch miteinander reden. Haben die Äffler und die Grünen auch so depperte Brief gekriegt wie mir? Was für Brief? Solche aus Kreuzberg. Und was ist mit den zwei? Kimme Dirken? Was für Dirken? Was für Dirken? Ich rede von den Dirken, die zu der Kotzibar gesagt haben, gnädige Frau. Und über die der depperte Franzi gesagt hat, das muss alles geheim bleiben. Ja, aber in Kaisermühlen bleibt nichts geheim. Also, was ist mit den zwei? Das ist eine alte Bekannte für mich von früher. Und? Ist das vielleicht verboten? Ich habe einen Besuch gehabt. Und überhaupt von Briefen weiß ich überhaupt nichts. Aber wir. Bei uns wurde aus Kreuzberg angefragt, was Kaisermühl eigentlich ist. Ja, bei uns auch. Bei mir nicht, leider. Und eins kann ich dagegen sagen, die zwei Herren haben mit der Sache nichts zu tun. Schreiben Briefe, machen wir die Leute rebellisch. Also Teppe, die gibt's wirklich überall. Ein Kreuzberg. Na? Ich mag nicht mehr. Das ganze Theater da geht mir auf die Nerven. Gingen Sie, Herr Schibester. Am Standesamt haben Sie noch so gut gehalten, jetzt werden Sie doch die Kirchen auch noch überstehen. Jetzt halt die senkrecht, Alter. Lass jetzt nicht nach. Vorsicht, pass auf, Blumen da. Na komm. Meine lieben Brautpaare, würde es Ihnen etwas ausmachen, noch ein paar Minuten zu warten? Ja, worauf denn? Auf ein besseres Wetter, ne? Ich hab kalte 40, ne? Die Schuhe sind mir viel zu eng. Gott. Was?
Das hilft mir viel besser. Warum sollen wir denn warten? Stimmt was nicht? Gibt's eine Vorfallenheit? Ist denn die Hochzeit vielleicht abgesagt? Nein, wir feiern doch heute sogar eine Trippelhochzeit. Das hat es noch nie gegeben in der Pfarre Kaisermühlen. Nur ist peinlicherweise das dritte Brautpaar noch nicht da. Also, wir warten nicht. Ja, meine Frau ist hochschwanger. Oder übernehmen Sie die Verantwortung, wenn es hier mitten vor der Kirche das Kind kriegt? Gottes Hilfe wird schon nichts passieren. Wer ist eigentlich das dritte Paar? Das Paar Scheutl. Was? Der Scheutl kann doch die Duricek nicht kirchlich heiraten. Der ist doch geschieden. Es heiratet ja auch nicht unser verehrter Herr Bezirksrat, sondern sein Herr Sohn, die Tochter des verehrten Herrn Bezirksrates, Kneißer. Also, das ist mir aber gar nicht recht. Ihr heiratet doch nicht auf einer Massenveranstaltung. Ich bitte Sie, lieber Bräutigam, um christliche Toleranz. Ja, ja, bei der Hochzeit gibt es immer Zores. Sag mal, wo ist denn eigentlich deine Schwester? Nicht da, das siehst du ja. Die ist auf Gran Canaria mit einer Freundin. Wir haben schon gebucht. Was sagst du dazu? Ach so, zwei Lesben unterwegs. Na, Prost. Na, mir scheint. Wartet hier schon lange? Ich hoffe nicht. Ja, warum stehen Sie denn alle da heraus bei den kalten Wind? Gehen wir hinein, gehen wir. Sag mal, hast du das gewusst, dass unsere Kinder mit diesen ganzen Proleten da vor den Altar treten? Psst, Mama, bitte nicht so laut, das ist doch eine Wurst. Ich als Bezirksrat kenne keine Unterschiede und vor unserem Herrgott sind sowieso alle Menschen gleich. Naja, aber einige sind doch vielleicht noch ein bisschen gleicher, das möchte ich schon hoffen. Ja, jetzt. Sonst ging er zu im Himmel zu wie ein Kaiser Mühl. Jetzt komm mal, jetzt gehen wir. Und so frage ich dich, Lena Meierhofer, willst du deinem Mann, René Gstettner, eine gute Frau, mit ihm im Fleische verbunden und eine treue Gefährtin sein? In Glück und Unglück, in guten und bösen Tagen, bis dass der Tod euch scheidet. So antworte mit ja. Ja. Nehmt die Ringe zum Zeichen des Einverständnisses. Und so frage ich dich, Claudia Kneißer. Kneißer. Willst du deinem Mann, Josef Erwin Scheutl, eine gute Frau, mit ihm im Fleische verbunden und eine treue Gefährtin sein. In Glück und Unglück, in guten und bösen Tagen, bis dass der Tod euch scheidet. So antworte mit ja. Du tust weiter, sonst der Frierinner. So frage ich dich. Okay. Also, ja. So verbinde ich euch. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Geht nun hin und liebet einander. Jetzt. In so einer Ehe geht's oft runter und drüber. Ich kenne den auch da Sachen erzählen. Eher selten, also manchmal. Wie es halt so ist. Ne? Geh mal. Na, was ist? Was sind wir denn noch da herum? Gehen wir zum Hochzeitsessen. Wenn es wohl, können wir miteinander essen. Wir haben beim Chinesen das ganze Lokal reserviert. Danke, aber wir haben auch schon was reserviert. In einem Drei-Hauben-Restaurant. Da kommen wir natürlich nicht mit. Unser Chines hat gar keine Hauben, nicht einmal im Winter. Ich will mich da nicht reinmischen, aber ich glaube, jeder von uns geht dorthin, wo er immer ist. Wir sind halt keine feinen Leute. Die feinen Leute haben auch noch ein Loch im Arsch, nicht? Oder haben Sie ein zweites, meine Gnädigste?
Sag mal, wo ist denn jetzt der Peppi und die Claudia hin? Die haben dringend einen Termin, haben sie. Was? Ja. Die zwei wollen lieber allein sein. Na, Mama, bitte, reg dich, bitte, Mama, reg dich nicht auf. Schau, das muss. Die wollen. Na, schwächst du, Franzi? Schau, Major, schmeckt gut, denke ich jetzt. Einmalig. Es geht jetzt langsam, Fräulein. Na toll. Frau Schinkel. Was hast du? Alle heilen zu Ihnen. Sei froh. Ich werde schon noch kommen. Du musst dich halt ein bisschen umschauen. Na, schauen Sie zu mir. Heiraten wir zwei. Ich war noch frei. Na, wo ist sie? Da bleibe ich lieber Lady. Da ignoriert sie ja nichts mehr. Was? Da hätten sie aber erstaunen, wenn ich einmal auspacke. Jetzt muss ich eine Rede halten. Jeder Mensch, besonders der Junge, braucht jemanden, von dem er sagen kann, zu dem gehöre ich. Jeder Mensch. Wenn er überhaupt ein Mensch sein will, kommt er eines Tages in die Lage, dass er sich mit einem anderen verbandelt. Was ist denn jetzt? Ich glaube, das Kind kommt. Bitte schön, Gretchen. Ich zwick die Haxen, Tom. Nicht, dass er ein Sturzgeburt am Schädel fällt und ein Trotzl wieder. Zwick Tom. Rettung. Ja, hier, hallo, hier spricht die Polizei. Kommen sofort. Ja, ich krieg ein Kind beim Chinesen in der Wolzigasse. Was hast du, schlechte Psoffener? Nee, die, meine Frau natürlich. Kommen sofort, du mal Serna. Ja, ich mag doch nicht, dass mein Kind da im Wirtshaus auf die Welt kommt, beim Schuh. Achtung. Achtung. Das auch nicht, sie vorstellen. Das ist Wahnsinn. Ich bin der Lena auch mal zählen. Blim, blim. Das ist so, ne?